Tauschbörse des Emerald. Scheiß. Kunga, willkommen. Wechselkurs, ein Diamant gegen 9 Emeralds. Ui. Tauschbörse des Emerald. Scheiß Kunga. Alter Schwede. Bitte immer nur einen Diamanten einwerfen und dann Ware abholen. Dann lassen wir, bringen wir ihm doch. Ah ja, ich hab doch Diamanten hier. Dann geben wir ihm direkt mal einen Diamanten. Weil 9 Emeralds hört sich echt gut an. Dann lege ich das mal hier rein. Und dann, ui! Danke, Kunga, dankeschön. Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack. Und Freunde, es ist was halbwegs Schlimmes passiert. Und eigentlich freue ich mich schon fast darüber. Also, ich möchte vorher anbemerken, Kunga ist echt der süßeste Mensch auf diesem Planeten. Weil, schaut mal, also erstmal, ihr werdet euch jetzt aufregen und ich bitte euch, keinen Hate dazulassen. Ich schaue jetzt mal eben, ich zeige euch mal, was passiert ist. Das ist passiert, ne? Ich komme gerade eben nach oben und habe mich total erschreckt und ich denke mir so, yo, was ist passiert? Und da stand hier eine Kiste mit, Leute, ihr werdet es nicht glauben, mit dieser Fortune Pickaxe und dieser Fortune Pickaxe, ne? Pickaxe labe ich schon, ich sag Ex. Und ihr glaubt nicht, das ist der größte Segen für mich überhaupt, diese Echse zu haben, ne? Zum einen. Und dann hat der Kunga mir ein Buch da gelassen. Das ist so süß, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hey Rotpilz, da ein Schild einfach zu wenig Platz beherbergt, dachte ich mir, schreibe ich dir ein Buch. Ich war bei dir zu Besuch und wollte mir ein paar Kürbisse gönnen, um ein bisschen mit meinen Villagern handeln zu können. Als ich das Haus verlassen wollte, überraschte mich ein Creeper. Ich konnte echt nichts mehr machen und deshalb ist dein Eingang ein wenig destroyed. Eigentlich bin ich ja so ein Netter und würde es reparieren. Du baust aber immer mit so circa 37 Details. Deswegen wusste ich nicht, wo was hinkommt. Das tut mir wirklich leid. So richtig süß. Als Entschädigung lasse ich dir ein Geschenk da. Ich hoffe, du verzeihst mir. Gruß, Kunga. So richtig süß. Boah, also, Kunga, wenn du das siehst, wenn du das siehst, fühl dich knutscht, ey. Also, der hat mir einfach was kaputt gemacht und hat mir einfach so 10-mal wieder geholfen, weil diese beiden Exes sind so ein Segen. Eigentlich, ich danke Kunga überhaupt über alles. Also geht auf jeden Fall zu ihm und bedankt euch bei ihm. Das mit dem Schaden ist überhaupt kein Problem, weil diese Exe, die brauche ich so sehr. Also das ist wirklich momentan ein Segen für mich. Und ich hatte einfach 0 Diamanten. Deswegen, ich kann Kunga nur danken. Das ist echt das Beste, was er mir heute hätte tun können. Und der hat mich auch die Nacht angeschrieben und ich glaube, dass es die Nacht passiert oder sowas. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil, ich meine, wenn jemand dann schon so nett ist und lässt mir noch 2 Äxte da, alter Schwede, das ist das Netteste, was man machen kann. Ich glaube, ohne da jetzt irgendein schlecht zu reden, aber ich glaube, Revi hätte es kaputt gemacht und hätte dann ein Schild dahingestellt mit LOL oder so. Keine Ahnung, das wäre es dann gewesen. Aber der gute Kunga, der ist schon echt ein sehr, sehr guter Mensch. Ich danke dir von the bottom of my heart, mein guter Friend. Ey, ich möchte nicht angegriffen werden. Alter Schwede, also das ist auf jeden Fall super cool. Ich freue mich da mega drüber. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendwelche bösen Mobs hier reinrennen, während ich das hier repariere. Ich gehe am besten mal ganz, ganz schnell pennen, bevor hier noch irgendwas reinkommt. Aber auf jeden Fall super cool von Kunga. Und ich zeige euch gleich mal meinen... Oh, ja, ich meine, so geht's auch. Ich zeige euch gleich mal meinen Progress, was... Okay, ich dachte schon, das kackt wieder ab. Ich zeige euch gleich mal meinen Progress, was die Kürbiskuchen angeht. Und ja, ich habe nämlich gestern ein bisschen gefarmt und sowas. Da sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was hatte ich für eine Tür da drin? Ich glaube, Glas hatte ich auf jeden Fall da drin verbaut. Glas. Ich glaube, ich hatte eine Tür aus dem dunklen Holz. Ja. Die war es nicht. Ich bediene mich da gleich mal beim Kunga. Also ist ja nur ein Holz, was ich mir dann da nehme. So, du stirbst, du aller Hund. So, das mit dem Sugarcane ist ja kein Problem, das wächst ja nach. Das ist ja kein Ding. Aber ich schau mal ganz kurz, mal, das hier muss da rein. Dann muss ich hier am besten, wo gehört es hin? Also, ich weiß schon selber gar nicht mehr genau, wie mein Haus aufgebaut ist, aber ich glaube, ja, das stimmt. Okay. Dann einmal so. Und dann... So, das sollte richtig sein. Ich hoffe mal, ich baue das richtig auf. Wenn ich irgendwas falsch machen sollte, dann schreibt mir das doch gerne. Wäre natürlich ganz cool. Aber ich glaube, ich mache das richtig. Sollte zumindest richtig sein. So, da brauche ich nämlich gleich das andere Oak nochmal. Dieses Dark Oak brauche ich dafür. Und dann sollte eigentlich richtig sein. So, und dann brauche ich, glaube ich, hier nur noch die Fences. Und dann ist eigentlich alles wieder heile. War jetzt nicht so ein großer Schaden, also war ja jetzt nichts Schlimmes. Und dafür, dass er mir sowas Nettes dagelassen hat, auf jeden Fall ist das ja mehr als zu verzeihen.
Also ich danke auf jeden Fall Kunga mehr, also extrem für die Echse. Ich kam da immer noch drauf klar, wie nett das einfach ist. Und das Einzige, was ich noch machen muss, ich hatte hier als Dekoration, Moment, mach ich mal einen Itemframe. Also wie gesagt, geht auf jeden Fall zum Kunga hin, nach der Folge bitte, und bedankt euch, weil vielleicht verkünde ich gleich noch irgendwelche wichtigen Sachen, da könnt ihr auf jeden Fall gerne dranbleiben. Geht auf jeden Fall nach der Folge mal zum Kunga und dann bedankt euch mal für diese wunderschöne Geste. War auf jeden Fall super nett vom lieben Kunga. Und wenn ihr das süß, Kunga, du darfst dich geküsst fühlen. Das war schon echt mega süß, ohne Kacke. Aber ich glaube, das ist alles wieder heil, hoffe ich mal. Außer halt die Tür. Und da war noch ein Schild, das mache ich auch noch eben dran. Dann habe ich das nämlich auch geschafft. So. Einmal das hier kann ja wieder zurück, weil das brauche ich jetzt eh nicht mehr. Und ich habe natürlich noch ein zweites Buch, das lese ich mir auch gleich noch durch. Dann kann ich euch zeigen, was da drin steht. Das hat der Kunga mir auch drin gelassen. So. Und dann hole ich mir mal eben beim Kunga das dunkle Holz, weil ich habe das nämlich hier gar nicht. Und ich höre einfach Spinnen unter mir, okay. Weil ich habe nämlich das dunkle Holz hier gar nicht. Und der hat nämlich bei sich diese Bäume da angepflanzt. Und vielleicht hat er ja sogar die Türen auch schon fertig irgendwo im Lager oder sowas. Kunga ist ein super cooler Typ. Also letztens bin ich zum Beispiel zu ihm nach Hause gegangen und hatte so gesagt... Okay. Bin ich letztens zu ihm nach Hause gegangen und habe so halt gefragt, ja, kann ich Knochen von dir haben? Und dann hatte er, glaube ich, irgendwie einen Stack Knochen oder so. Und dann meinte ich, wie viel darf ich nehmen? Dann meinte er, ja, nimm die ruhig alle. Richtig krass. Also super nett vom guten Kunga. Das Holz ist ja kein Problem für ihn, denke ich mal. So. Wunderschön. Dann kann ich auch meine Tür wieder reparieren. So. Auf jeden Fall super cool vom Kunga. Vielen, vielen lieben Dank für das wunderschöne Geschenk. Freut mich auf jeden Fall mega. Und dann kann ich mich in Zukunft auch ganz, ganz viele Dings abbauen. Ganz viele Pumpkins. Und ich kriege auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Saplings, wenn ich Bäume abbaue. Und wie ihr vielleicht sogar noch hört, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Und das ist natürlich super ärgerlich. Das sieht richtig aus. Ich glaube, da fehlt noch eine Treppe, dann... Sollte es eigentlich... Ah, es stimmt fast. Ich weiß, woran was falsch ist. Ja. So. Und die hier müssten eigentlich ja auch noch, glaube ich, hin. Ja, dann kriege ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Saplings und sowas. Das ist alles ganz gut. Das freut mich auf jeden Fall sehr. So, hier, wunderschön. Ist das jetzt richtig, oder? Oder war es so? Ich glaube, es war sogar so. So sieht es auch besser aus. Also, wenn es anders war, dann... Habe ich zumindest jetzt gerade schöner gemacht. Oder vielleicht so? Was, so? Ne, ich denke mal, das war so. So sieht es nämlich auf jeden Fall weitaus besser aus. Gut, wunderschön. Hä? Alter, laggt es gerade wieder? Ne, tut's nicht. Okay, ich dachte schon. Gut, dann tue ich mal eben hier die Items ganz, ganz schnell zurück. Weil die kann ich nämlich jetzt erstmal nicht mehr gebrauchen. So, und dann zeige ich euch direkt mal... Oh, ich lese euch jetzt mal den Wochenspiegel vor. Weil der liebe Kunga hat mir noch einen schönen Wochenspiegel gebracht. Den lese ich mir auf jeden Fall vor. Und... das Buch hier, das kann ich ja mal zu Sonstiges tun. Da. Was steht denn hier drin? Kungas Marktplatz. Hallo, lieber Mitbürger von Craft Attackhausen. Wahrscheinlich ist Ihnen schon der Riesenmarktplatz aufgefallen, oder? Dort finden Sie viele Items und Blöcke, die Ihnen das Leben in Minecraft um einiges erleichtern werden. Ihre Diamantspitzhacke, Axt, Brust, Schwert ist fast aufgebraucht? Kein Thema für Kunga. Bei ihm können Sie kostengünstig Emeralds in der Tauschbörse erwerben. Wenn Sie bei einem der entsprechenden Villager das jeweilige Item zum Reparieren kaufen, können Sie definitiv kostengünstiger davon kommen. Kommen Sie definitiv kostengünstiger davon, als wenn Sie es mit Diamant reparieren würden. Sie können dadurch sogar Verzauberungen bekommen, die Sie noch gar nicht auf Ihrem Item hatten. Bei Kungas Marktplatz können Sie sogar noch einiges mehr erwerben, als nur Waffen und Werkzeuge, zum Beispiel Nametags. Ja, habe ich sogar einen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Wie süß, Alter. Da hat er noch ein Impressum gemacht. Wie auch immer man die graue Farbe macht. Der Kunga, youtube.com/Kunga. Wohnsitz, Jagende Straße 3, Marktplatz, Jagende Straße 77. Danke. Okay, wunderschön. Dann tue ich mir das auch mal in die Ender Chest, weil den Wochenspiegel würde ich nämlich gerne aufbehalten. Und dann schauen wir auch gleich nochmal bei seinem guten Marktplatz vorbei, wenn er schon so nett war und uns hier die wunderschönen Items dagelassen hat. Aber vorerst zeige ich euch erstmal meinen Progress. Warte mal, ich habe hier nämlich gerade eben... Ah, die muss ich nach unten bringen. Ein paar von den Hühnern habe ich noch gekillt, weil der gute Kunga hatte sich nämlich über Leck beschwert. Und die Hühner haben mir eh so viele Eier produziert, dass ich die eh töten musste. Teils, weil... Sind die Kisten jetzt... Ja, die Kisten sind jetzt schon wieder voll. Und ich habe die Hälfte der Hühner gekillt. Und die Hopper sind auch voll.
Und ich habe teilweise da wirklich Sachen weggeschmissen. Das war schon echt schlimm. So, das tue ich auch mal wieder hin. Und dann nehme ich am besten nochmal ganz, ganz viele Eier hier raus. Weil so viele brauche ich nämlich gar nicht. So. Für euch mag das jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, so viele Eier hier rauszunehmen. Aber das ist für mich kein Problem, weil ich bin nämlich richtig die Eier am Hasseln. So. Die kann ich mich alle nicht gebrauchen. Und dann zeige ich euch den Meistertrick. STRG, Alt und Q. Und dann kann man direkt den ganzen Stack hier wegwerfen. Das ist genau das, was ich die letzten Tage nur gemacht habe. So. Wunderschön. Das ist dann auch mal weg. Und dann schnappe ich mir direkt nochmal hier zwei Stacks von denen. Weil ich nehme mir immer nur die vollen Stacks. Und dann nehme ich mir nochmal zwei Stacks von den guten. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schön nochmal hier die verarbeiten. Das ist das, was ich den ganzen Tag eigentlich gemacht habe. Die ganzen Targets habe ich nur Pumpkin Cakes den ganzen Tag gemacht. Den ganzen Tag. Das ist mega die Arbeit. Und ich will einfach nur eine Doppelkiste damit voll haben. Dann brauche ich nie wieder essen, glaube ich. Oder für eine sehr lange Zeit nicht mehr. Aber ihr seht, ich habe schon ordentlich was geschafft. Die halbe Kiste ist schon fast voll. In ein paar Tagen, so 3, 4, denke ich mal, sollte das komplett voll sein. Vielleicht mache ich da noch eine Doppelkiste voll oder so. Die vielleicht wird auf jeden Fall funktionieren, weil die Zuckerkiste ist schon relativ unnötig eigentlich. Brauche ich, ist ja Schwachsinn eigentlich. Und ja, hier unten hat sich noch nicht viel verändert. Hier ist noch so bis jetzt. Und dann gehen wir doch erstmal zum wunderschönen Marktplatz vom Kunga. Hier ist alles wieder wunderschön. Das heißt, hier sollte nichts mehr sein. Und dann gehen wir doch erstmal drüber. Lala. Und ich hatte übrigens... Ah ja, genau. Hatte ich das gezeigt in der Aufnahme? Ah ja, genau. Ich hatte mir einen Flamebogen gemacht. Und jetzt habe ich bald schon wieder fast 30 Level voll. Wow. Ach, wie süß, Alter. Er hat sich so einen Banner dahin gemacht. Das ist ja süß. Und was Leute mir geschrieben haben, es gibt Armor Stands, wo ich eigentlich schon von wusste, aber ich wusste nicht mehr, ich hatte eigentlich ganz vergessen, dass es die überhaupt gibt. Und die könnte ich mir theoretisch irgendwo aufstellen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann kann ich die ja mal irgendwo hinballern und dann kann ich da so Rüstungen aufstellen. Baustelle, Baustelle, lalala, ich gehe einfach mal drauf. Oh, was gibt's denn hier unten Schönes? Tauschbörse des Emerald. Scheiß. Kunga, willkommen. Wechselkurs, ein Diamant gegen 9 Emeralds. Ui. Tauschbörse des Emeralds, scheiß Kunga. Alter Schwede, bitte immer nur einen Diamanten einwerfen und dann Ware abholen. Dann bringen wir ihm doch... Ah ja, ich habe doch Diamanten hier. Dann geben wir ihm direkt mal einen Diamanten, weil 9 Emeralds hört sich echt gut an. Dann lege ich das mal hier rein. Und dann... Ui! Danke, Kunga, dankeschön. Alter, wie hat er das gemacht? Ist hier unten ein Dispenser drunter oder so? Ja, krass, okay. Wollen wir natürlich nicht klauen, wir sind ja ehrliche Leute, deswegen... Danke für diese 9 Emeralds auf jeden Fall. Das ist schon mal eine super coole Sache. Dann schauen wir doch mal, was es hier so zu kaufen gibt. Heute ist Shopping-Time, Freunde. Schwerter, was gibt's denn hier so? Kohle. Alter Schwede. Warte mal. Ich habe so viel Kohle. Da kann ich doch ordentlich mal ein bisschen was springen lassen. Alter Schwede. Da gönne ich mir doch direkt mal Emeralds. Also, sofort. Schön her damit, ey. So, direkt mal hier die Kohle raushauen. Oh, und schon ist der Trade aufgebraut. Also tut mir leid, Kunga. Das muss ich jetzt leider ausnutzen. Das Angebot war mir da echt viel zu verlocken. Jetzt habe ich nämlich ordentlich viele Emeralds. Und jetzt wird erstmal geshoppt, meine Freunde. Was gibt's denn hier so wunderschönes? Also hier waren Schwerter. Oder? Geht's noch? Ah, es geht trotzdem noch. Ach, wie cool. Okay. Dann wohl doch nicht. Warte mal, ich guck mal hier. Dankeschön. Ich glaube, es braucht der ein bisschen oder sowas. Glüht er jetzt? Oder ist der Trade jetzt gleich wieder frei? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder ist er jetzt aufgebraucht? Hm, scheinbar nicht, okay. Der sollte aber jetzt wieder neue Trades haben. Hier gibt es auf jeden Fall eine Axt. Das ist nicht so mega verlockend. Das ist auch eher weniger verlockend für mich. Nö, auch nicht so wirklich. 4 Diamanten gegen 1 Emerald. Ja, ist ja ein bisschen teuer auf jeden Fall. Smite und Knockback ist nicht so verlockend für mich. Fortune, da hat der gute die Echse für mich. Ja, also danke, lieber Kunga. Oh, warte mal. Hätte ich doch eher mir den Trade gönnen sollen. Was hat der Gute denn hier noch? Alter. Das ist schon echt gar nicht mal so unverlockend. Das kann man sich auch gönnen, theoretisch. Alter Schwede. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Dann schaue ich doch mal, was gibt's hier noch so Schönes. Nee. Oh, Silk Touch. Okay. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Alter, oh. Oh, soll ich mir die gönnen? Ah, ich glaube, wisst ihr was? Ich gönne mir die jetzt einfach. Weil das ist schon eine mega krasse Pickaxe. Was gibt's hier noch so Schönes? Jetzt gibt's hier die einfach bestimmt in billiger oder so. Das wär's jetzt. Nee, okay, hier gibt's gar keine bessere.
Okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich war jetzt hier auf dem wunderschönen Marktplatz vom Kunga. Und wenn ihr mehr über diesen Marktplatz sehen wollt und wie ihr diese Villager ranzüchtet, ist nämlich eine sehr interessante Sache. Der hat mir das schon mal ungefähr gezeigt. Aber ich denke mal, vielleicht zeigt er ja, vielleicht zeigt er in seinen Folgen ja auch, wie er das ungefähr macht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da ja vorbeigucken. Und ihm auf jeden Fall mal ein Danke da lassen für die wunderschönen Pickaxes. Ist auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde hier auch mal öfter was shoppen, weil es schon ordentlich was hier so gibt. Muss ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich würde dann sagen, oh, Schabnis 1, interessant. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Und ich würde dann einfach sagen, wenn ihr wollt, dass ich auch mehr mit Kunga mache oder sowas, dann lasst doch, dann schreibt mir das doch einfach mal. Schreibt es in die Kommentare und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!